Heute gibt es bei uns den Blick auf das Wochenendwetter und um eine Ausstellung einer regionalen Künstlerin geht es auch. Ja, es ist Donnerstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben mittlerweile den 14. Oktober 2021. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Seit heute ist die Ausstellung der Gemälde von Eva Baumgärtel in Schopau geöffnet. Unser Reporter Frank Langer hat der Groß-Olbersdorferin bei den letzten Vorbereitungsarbeiten über die Schulter geschaut und mehr über ihr Schaffen erfahren. Im Beratungssender der Erzgebirgssparkasse kann man ab sofort eine neue Ausstellung besuchen. Die Gemälde der Groß-Olbersdorferin Eva Baumgärtel werden dort in der ersten Etage gezeigt. Die Hobbymalerin kam eher zufällig zu dieser Ehre. Eigentlich über einen Bekannten, der mir gesagt hat, zeig doch mal allen deine Bilder. Liegt Ihnen das? Ist das Ihre, ja, wollten Sie das eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es alles nur für mich. Sie selbst sieht sich eher nicht als Künstlerin, hatte das Hobby viele Jahre ruhen lassen. Eigentlich habe ich schon immer sehr gern gemalt, mein Leben lang, und hatte aber zwischendrin mal nicht die Zeit zum Malen. Und seitdem ich zu Hause bin, habe ich das wieder gefunden für mich, dass es mir sehr gut tut, Glücksgefühle und einfach dieses Ausprobieren der Farben untereinander, das tut mir unheimlich gut. Tiere, Blumen und vieles mehr sind Motive, die Eva Baumgärtel auf Leinwand band. Eigentlich ist es die Aquarellmalerei. Damit habe ich angefangen, weil mich das schon immer interessiert hat, wie die Farben zu fließen, wie sie ineinander übergehen und was man daraus machen kann. Das Neueste, was ich jetzt angefangen habe, ist hier mit diesen Puringfarben. Und da kann man auch sehr, sehr viel machen und man kann sich ausleben. Eine Ausstellung machen zu dürfen, freut sie dennoch. Ich hoffe mal, sie sind mir ganz gut gelungen und es haben viele Freude dran, wenn sie sich die anschauen. Bis Anfang Januar ist die Schau zu sehen und kann zu den Öffnungszeiten des Hauses besucht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine interessante Zahl ist uns heute in der Redaktion über den Weg gerannt. Eltern bezahlen im Schnitt 1.310 Euro pro Jahr Kinderbetreuung. Kinderbetreuung ist längst nicht überall in Deutschland beitragsfrei. Für viele Eltern ist die Fürsorge für ihren Nachwuchs deshalb auch eine Kostenfrage. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis einer neuen Sonderauswertung der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik mitteilt, bezahlen Eltern im Jahr 2017 durchschnittlich 1.310 Euro jährlich für die Betreuung ihrer Kinder. Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik sind aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung erst etwa 3,5 Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres verfügbar.
Deshalb sind hier die aktuellen Zahlen aus dem Jahre 2017. Ja, aber ich bin mir sicher, dass es in den darauffolgenden Jahren nicht weniger geworden ist. Bleiben wir gleich beim Thema Kinder. Die Schülerinnen und Schüler hier bei uns haben es ja fast geschafft. Morgen nochmal die Schulbank drücken und dann sind erstmal Herbstferien. Viele Eltern nutzen diese Zeit auch, um ein paar Tage Urlaub zu machen und etwas zu unternehmen. Vielleicht einen Besuch in einem Zoo oder einfach mal eine Wanderung. Ja, und hier kommen wir jetzt ins Spiel mit unserem Tourtipp. Eine kleine Wanderung führt auf einen etwas verborgenen Gipfel im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, den Lauschübel oder tschechisch Cihadlo. Los geht unsere Tour an der Kirche des Marienberger Ortsteils Kühnheide. Hier besteht am sogenannten Schenkpaulerberg auch die Möglichkeit, das Fahrzeug abzustellen. Rechts der Kirche startet ein Wanderweg. Diesem folgen wir in Richtung des tschechischen Ortes Nacetin, was zu deutsch Natschung bedeutet. Über den Grenzbach geht es hinüber auf die Fluren des einstigen Ortes Böhmisch Kühnheide. Dem Weg folgt man nun immer geradeaus. Hinter der Grenze biegt der Feldweg nach rechts ab. Hier besteht die Möglichkeit, etwa 100 Meter zu einem kleinen See zu fahren und an einer gemütlichen Sitzgruppe eine Rast zu halten. Weiter in Richtung Lauschübel geht es zurück auf dem Hauptweg immer geradeaus. Als interessanten Punkt passiert man unterwegs eine verlassene Feriensiedlung eines böhmischen Kraftverkehrsbetriebes. Wir folgen dem Weg allerdings weiter geradeaus. Dem aufmerksamen Wanderer fallen unterwegs immer wieder blaue Steine auf. Sie kommen von Schlackeresten, die aus der mittelalterlichen Eisenerzverhüttung im Schwarzwassertal stammen. Wir folgen weiter dem Weg, bis ein relativ breiter befestigter Pfad nach links abzweigt. Hier biegen wir ein. Der Weg wird merklich steiler. Vorbei an einem Wildschutzgatter erreichen wir irgendwann eine halb verfallene Sitzgruppe. An dieser Stelle geht es links auf einen Waldweg. Diesem folgen wir ganz nach oben. Eine große Buche markiert den Eintritt auf einen Trampelpfad, der uns zum Lauschübel bringt. Das Gelände weitet sich und man erblickt eine Reihe umherliegender Granitblöcke. Der höchste Punkt des Lauschübel liegt auf 842 Metern über Normalnull und ist mit einer Steinsäule der königlich-sächsischen Triangulierung markiert. Hier findet sich auch ein Gipfelbuch, in das man sich nach erfolgreicher Besteigung eintragen kann. Der Blick vom Lauschübel reicht weit in die Kammregion des Erzgebirges hinein. Zu sehen sind unter anderem Teile der Ortschaft Rübenau mit der Kirche, in nordwestlicher Richtung das Schwarzwassertal und in östlicher Richtung der Steinhübel. Mit noch mehr Service geht es rein in unseren Service-Blog. Mit dabei sind das Regionalwetter, eine Straßensperrung gibt es noch,
Blitztipps haben wir und wir blicken in die Polizeiberichte. Marienberg, Ortsteil Hüttengrund. Pickup in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei kamen am gestrigen Morgen, am 13. Oktober 6.30 Uhr, in der Straße Hüttengrund zum Einsatz. Ein auf einem Waldweg abgestellter Nissan Pickup war in Brand geraten. Der Fahrzeugführer bemerkte den Brand und unternahm bis zum Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche. Dabei verletzte er sich, weshalb er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr konnte das Feuer schlussendlich löschen. Ein Brandursachenermittler war bereits im Einsatz und geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Angaben zum brandbedingten Sachschaden sind derzeit nicht bekannt. Ich hatte es gestern schon angesprochen, dass es heute noch mehr Informationen zu kommenden Baustellen gibt. In der Zeit von Montag, dem 18. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, dem 29. Oktober, wird die Straße an den Kirchen in der Marienberger Ortslage Lauterbach im Bereich zwischen der Kreuzung S-225 Oberdorf-Niederdorf und dem Abzweig K-8131 Niederlautersteiner Straße voll gesperrt. Die Telekom lässt auf diesem Abschnitt Arbeiten zur Breitbanderschließung der Ortslage durchführen. Eine Umleitung ist wie folgt ausgeschildert. Über die K8131 Oberdorf, Ortslage Lauta, B174, Ortsumgehung Marienberg, Abfahrt, Marienberg Zentrum, also Licht und Kraft. Dann die S225, wieder zurück zur Ortslage Lauterbach und natürlich die Gegenrichtung. Die Kreuzung S225 Oberdorf-Niederdorf bleibt bis auf die Richtung Marienberg frei befahrbar. Ja, und bitte beachten Sie auch die Aushänge der RVE an den Bushaltestellen. Ja, dann haben wir noch für morgen zwei Blitzer zu melden. Zum einen auf der Augustusburger Straße in Chemnitz und auf der B174 Höhe Amtsberg an der Schwarzbachtalbrücke. Ja, und jetzt geht's rein ins Regionalwetterstudio. Also heute war schon eine extra große Tasse Kaffee nötig, um bei dem grauen, tristen Schmuddelwetter in die Gänge zu kommen. Es war wie eine Fahrt mit angezogener Handbremse. Aber auch dieser Tag ist abgehakt und um es etwas vorwegzunehmen, es wird in den kommenden Tagen besser. Dabei spielt das Tief Gerold eine wichtige Rolle. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig. Damit bekommen wir immer wieder die Sterne und das erste Viertel des Mondes immer wieder mal zu Gesicht. Das Regenrisiko liegt bei 30%. Von daher können wir davon ausgehen, dass es trocken bleibt. Und auch die Temperaturen sind noch mal recht moderat. Also sollten Sie da noch mal raus müssen oder wollen, dann empfiehlt sich trotzdem eine Jacke. In der Stadt der Siebentäler in Olbernhau gibt es 6 bis 8 Grad. In Marienberg am Goldkindstein verharrt das Quecksilber ebenfalls bei 6 bis 8 Grad und die Chopower können sich auf 7 bis 9 Grad einstellen. Der Wind weht dabei leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde aus Südwesten und damit kommt dann noch mehr kühle Luft zu uns herein. Am Freitag steht dann die Kaltfront von Tief Gerold auf der Matte. Von Norden her zieht ein Regengebiet über unsere Region hinweg. Der Tag beginnt wolkig, ohne Mitwirkung der Sonne. Die bleibt etwas länger in den Federn. Im Laufe des Vormittags klettert das Niederschlagsrisiko auf 90% und es gibt leichten Regen. Dieser bleibt uns bis zum Abend erhalten. Dann zeigt sich der Himmel wolkig und die Sonne gibt noch ein kurzes Gastspiel. Am Ende des Tages kann sie dann noch bis zu eine Arbeitsstunde auf den Abrechnungszettel schreiben. Wolkig und trocken geht's dann in die Nacht hinein. Nach dem Regengebiet folgt dann kalte Luft und das sieht man dann auch an den Werten. Im Kurzeifen am Fuße des Schwartenbergs zeigen die Thermometer zwischen 6 und 10 Grad an. In Schönbrunn am Ambrosgut schleppt sich das Quecksilber auf 6 bis 11 Grad
Und in Waldkirchen unten am Bahnhof stehen zwischen 7 und 13 Grad zu Buche. Das sind dann auch die Höchstwerte hier bei uns im Sendegebiet. Der Wind bläst in den Vormittagsstunden in kräftigen Böen mit bis zu 48 Kilometer pro Stunde. Später dann nur noch leicht mit um die 12 Kilometer pro Stunde. Das Ganze aus Westen. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick aufs anstehende Wochenende, beginnend mit dem Samstag. Der Samstag wird der Lichtblick der Woche. Der Himmel ist leicht bewölkt und die Sonne hält das Zepter fest in der Hand. Regnen wird es dann nicht. Mit 4 bis maximal 11 Grad wird es wieder frischer. Dafür weht der Wind dann nur schwach aus Süden. Am Sonntag wird es wechselnd bewölkt. Mit dabei sind auch längere sonnige Abschnitte am Nachmittag. Mit 1 bis 10 Grad bleibt es ernüchternd frisch bei einem schwachen Wind aus Süden. Ja, und die genaueren Informationen, wie das dann am kommenden Wochenende so aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war es nämlich erstmal für heute hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war es dann auch schon vom Donnerstags-Regional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Freitag hier für Sie wieder zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es im Internet unter www.mef-line.de und oder glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und mit den Bildern des Tages sage ich auf Wiedersehen.